Und das führt uns dann jetzt quasi zur Geschichte und wie sich diese verschiedenen Formen des Geistes in der Geschichte ausgewirkt haben. Nämlich direkt zu den Indoeuropäern und ihrem Denken. Hier sehen wir eben eine Karte mit der Ausbreitung der Indoeuropäer, eben ausgehend von der sogenannten Yamna- oder Kurgankultur. Und hier sehen wir eben quasi, dass der Dnieper da als kulturelle Grenze dient, einerseits zwischen den Indoeuropäern auf der einen Seite und eben den Paläoeuropäern auf der anderen Seite. Ja, das Denken der Indoeuropäer ist, wie bereits vorhin erwähnt, apollinisch orientiert und zentriert sich eben um einen Himmelsvater. Und dementsprechend macht man sich natürlich vor allem Gedanken um den Himmel, der dann eben auch kulturelle Auswirkungen hat. Wir haben eben hier eine Verherrlichung der Sonne. Man kann natürlich auch sagen, dass dann in dem Zusammenhang das Hakenkreuz zum Beispiel ein urindoeuropäisches Symbol ist, das eben genau diesen Lauf der Sonne auf der einen Seite symbolisiert und eben natürlich das Rad. Und das Rad ist dann die technische Erfindung, die sich eben aus genau dieser Verehrung der Sonne ableitet und im Zusammenhang mit den Pferden, der Steppe und dem Streitwagen hat man natürlich dann kriegerisch einen großen Vorteil gehabt gegenüber anderen Völkern, die eben weder Streitwagen noch Pferd besessen haben. Und dementsprechend haben wir es bei den Indoeuropäern ursprünglich mit einer sehr kriegerischen und patriarchalischen Kultur gehabt, in der aber interessanterweise auch die Frauen kämpfen mussten, wenn zum Beispiel die Männer eben nicht mehr im Lager waren, sondern auf Eroberungszug gewesen sind und dann wiederum die Lager selbst von Feinden überfallen worden sind. Da haben dann eben auch die Frauen gekämpft. Und was die Ausbreitung der indoeuropäischen Kultur angeht, gehen wir davon aus, dass sie eben sich in Wellen über den Zeitraum von mehreren Jahrhunderten weiter nach Westen ausgeprägt hat. Genau, und das bedeutendste Ereignis im Zuge dieser Eroberungen war dann auch die Unterwerfung der Paläoeuropäer im heutigen Europa und die Errichtung der sogenannten trifunktionalen Gesellschaft. Weil Herrschaft, wenn sie dauerhaft funktionieren will, funktioniert eben nicht in dem Sinn, dass man ein Gebiet erobert und die Bevölkerung dort ausrottet, sondern in der Regel funktioniert Herrschaft so, dass man die unterworfene Bevölkerung davon überzeugt, eine Rolle in der eigenen Gesellschaft zu spielen. Und das war im Sinne der Indoeuropäer die sogenannte trifunktionale Gesellschaft. Das heißt, eine Gesellschaft, die aus Priestern, Kriegern und allen anderen bestanden hat, in der Regel Bauern. Und wo es eben dazu gekommen ist, dass quasi dann eine Symbiose stattgefunden hat. Auf der einen Seite zwischen diesen Indoeuropäern, auf der einen Seite und auf der anderen Seite zwischen den unterworfenen Paläoeuropäern. Das heißt, die Indoeuropäer haben auf der einen Seite die Landwirtschaft für sich übernommen, die sie dann eben von den Unterworfenen durchführen haben lassen. Gleichzeitig haben dann aber wiederum die Indoeuropäer den Paläoeuropäern die Viehzucht gebracht. Und die Landwirtschaft wurde von etwas, das eben weiblich dominiert gewesen ist, zu etwas, das nun männlich dominiert geworden ist. Die Indoeuropäer selbst sind bei diesem Vorgang dann eben sesshaft geworden und daraus hat sich dann die Bildung der verschiedenen europäischen Völker ergeben, die dann auch gleich kurz umrissen werden soll. Wenn wir von der Entstehung der Landwirtschaft und der Sesshaftigkeit in Europa ausgehen, dann steht interessanterweise eine Gegend im Zentrum, die heute an der Peripherie liegt, nämlich der Balkan. Dort haben wir die ältesten Zeugnisse einer Landwirtschaft in Europa und Osteuropa ist dann quasi in diesem Zusammenhang ein eigener Existenzraum, der dann auf den Rest von Europa ausgreift. Das älteste indoeuropäische Volk, das nun am Balkan gesiedelt hat, waren die sogenannten Thraker. Und die Thraker stehen eben schon als erste interessanterweise in Verbindung mit der Gottheit Zagreus bzw. eben Dionysos. Das heißt eben genau diese Gottheit, die auf diesem Schlachtfeld zwischen Apoll und Kybele entsteht, wird dann letztlich eben auch von den Thrakern verehrt. Und hier kann man eben sehr, sehr schön sehen, wie diese indoeuropäische Herrschaftsideologie funktioniert.
eben nicht quasi durch ein totales Niedermachen der eroberten Bevölkerung, sondern dadurch, dass man sie eben integriert und dass man die Symbole und Gebräuche der Paläo-Europäer in das eigene Denken integriert und ihnen eine neue Bedeutung gibt. Eben auch im apollinischen Sinn. Und erst nach den Thrakern kommen dann später die Griechen. Man darf sich natürlich diese Eroberung der Paläo-Europäer nicht als einen Prozess vorstellen, wo sie von einem Tag auf den anderen erobert werden und plötzlich ändert sich ihr ganzes Denken. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern teilweise gibt es dann eben jahrtausende lang ein Hin und Her zwischen diesen verschiedenen geistigen Vorstellungen. Wenn man sich zum Beispiel Inseln wie Kreta oder Zypern ansieht, dann findet man dort auch Bilder von einer Aphrodite mit Bart oder einem Zeus mit Brüsten, also sehr lange vor Conchita Wurst, aber das zeigt uns quasi, dass eben dann von diesen matriarchalischen Völkerschaften auch teilweise versucht worden ist, das Denken der Indoeuropäer wieder umzuinterpretieren und eben in den eigenen Zusammenhang einzufügen. Das heißt, Nomarchie bleibt immer ein Krieg, ein Schlachtfeld und diese Interpretationsprozesse gehen immer hin und her und sind letztlich nichts, was eben komplett abgeschlossen ist. Eine sehr wichtige Figur in der europäischen Geistesgeschichte ist dann Alexander der Große, der eben auf seinem Eroberungszug die griechische Welt mit der iranisch-persischen Welt vereint hat. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass ein Großteil dessen, was wir heute als den Nahen Osten betrachten, jahrhundertelang unter der Herrschaft der Perser gestanden ist. Das heißt zum Beispiel, dass eben auch das jüdische Denken sehr stark vom zoroastrischen und mazdaischen Glauben der Perser beeinflusst worden ist. Was eben dazu geführt hat, dass auch die Juden Vorstellungen von Zeit, Geschichte und Messianismus in der babylonischen Gefangenschaft übernommen haben. Mit den Eroberungen von Alexander dem Großen kommt es nun dazu, dass sich quasi die griechische Kultur und die persisch-iranische Kultur miteinander vereinigen. Das ist deswegen eben sehr wichtig, weil dadurch genau diese Vorstellungen von Zeit, Geschichte und Messianismus quasi nach Europa exportiert werden. Und das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt, weil man leider oft den Fehler macht zu sagen, dass quasi all diese Vorstellungen aus dem jüdischen Denken gekommen sind und quasi etwas genuin semitisches sind. Dabei sind sie eben, Stichwort Iran, etwas, das eben zum östlichen Ende dieser indoeuropäischen Ökumene dazugehört. Und später wurde dann genau dieses Denken eben über die römische Reichsidee und die römischen Legionen dann über ganz Europa verbreitet und eben nicht nur über den Mittelmeerraum. Von da an erleben wir eben verschiedene europäische Traditionen, die aus diesen indoeuropäischen Einwanderungswellen entstehen. Ein paar gute Beispiele sind dann zum Beispiel die Griechen, die als Volk eben den absoluten Sieg von Apoll symbolisieren, die eben eine patriarchalische und sehr stark kriegerische Gesellschaft vertreten. Wobei eben natürlich das kybelische Denken auch bei den Griechen nicht verschwindet, sondern eben weiter besteht, wie wir anhand von zahlreichen griechischen Philosophen wissen. Aber eben auch das dionysische Denken spielt hier eine gewisse Rolle. Interessanterweise ist eben gerade das persische Denken auch ein sehr gutes Beispiel für den absoluten Sieg von Apoll. Und dementsprechend könnte man sagen, haben sich vielleicht Griechen und Perser genau deswegen auch so lange bekämpft, weil sie einander so ähnlich gewesen sind und nicht unbedingt, weil sie sich so sehr unterschieden haben. Ein interessanter Sonderfall bei den europäischen Völkern sind dann zum Beispiel die Kelten, wo wir einen sehr starken Einfluss von Kybele haben und eben einen gewissen Kult der Weiblichkeit, der dann auch zum Beispiel später im Minnesang hervorgetreten ist. Die Germanen wiederum kann man dann als eine Mischung aus apollinischem und kybelischem Denken darstellen, wobei wir eben auch bei den Germanen sehr stark einerseits das kriegerische Element haben, aber auch der anderen Seite dann natürlich diesen Hang zu einer gewissen Grenzenlosigkeit und zu einer gewissen Hybris, die sich dann zum Beispiel im Kampf dadurch ausdrückt, dass man dann so leidenschaftlich kämpft, dass man dann quasi zu immer extremeren Mitteln greift.
Und ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel dann im Nibelungenlied, wenn Hagen den Sohn von Grimhild erschlägt. Also dass man quasi dann die Grenzen des Krieges eben auch überwindet. Und allgemein kann man sagen, ist eben diese europäische Tradition von einer gewissen Vorstellung der Grenzen geprägt, dass eben dem Menschen selbst Grenzen gegeben sind und dass er diese natürlich nicht überwinden soll. Zum Beispiel in der sakralen Geografie der Europäer gibt es diese Idee der Säulen von Herakles, wo dann westlich von denen das Totenreich liegt, die man eben nicht überwinden soll. Und allgemein ist quasi das Weltbild durch Grenzen geprägt und durch diese Vorstellung, dass eben auch den Menschen durch die Götter bzw. durch Gott gewisse Grenzen gelegt sind, die er eben nicht überwinden soll, außer er will quasi sich selbst aufs Spiel setzen. Einen Sonderfall in der Nomarchie stellt interessanterweise England dar, wo es zu einer Mischung zwischen, also besser gesagt zu einer Eroberung von keltischen Völkern durch Germanen gekommen ist. Und interessanterweise schreibt hier Dugin, dass sich Kelten und Germanen zumindest geistig nicht sehr gut miteinander vertragen. Und dass es dann mehr zu einem Nebeneinanderleben von Kelten und Germanen kommt, aber eben nicht zu einer geistigen Synthese. Und in seinen Augen ist eben das der Grund dafür, warum dann England in der späteren Geschichte so wahnsinnig um sich gegriffen hat auf den ganzen Globus und quasi über die eigenen Grenzen hinausgegangen ist, eben weil es quasi im Inneren diesen Konflikt zwischen keltischen und germanischen nicht schlichten konnte und ihn deswegen nach außen exportiert hat. In den USA hingegen, oder den US-Amerikanern, sieht er hingegen ein gutes Beispiel für einen sehr pragmatischen Logos, wo es eben seiner Meinung nach interessanterweise eben hier zu einem neuen Denken gekommen ist, dass sich eben durch diese Idee der USA auszeichnet, dass man quasi sein kann, was man sein will, nur dass man das dann auch dementsprechend überzeugend darstellen will, egal ob es jetzt darum geht, dass man ein Elvis-Darsteller sein will, der jetzt eben wirklich von sich glaubt, dass er Elvis ist, oder aber eben zum Beispiel ein Siedler, der eben neue Grenzen für sich erschließt. Und hier ist eben der christliche Logos von besonderem Interesse, weil hier natürlich mehrere Fragen offen sind, eben zum Beispiel die, ob jetzt nun das christliche Denken etwas den Indoeuropäern komplett Fremdes ist oder ob es vielmehr auf gewisse Dinge zurückgegriffen hat, die eben auch den Indoeuropäern selbst bekannt gewesen sind. Wenn wir es jetzt aus der Sicht der Nomarchie betrachten, stellt der christliche Logos quasi eine Versöhnung und Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn dar, wobei natürlich der Hauptfokus auf dem Vater ist, also einerseits eben der himmlische Vater, auf der anderen Seite Jesus Christus. Im Christentum ist natürlich diese Idee des Patriarchats festgehalten und das können wir zum Beispiel sehr schön an der Figur der Jungfrau Maria erkennen, die eben nicht eine allmächtige Muttergöttin darstellt, die alles aus sich heraus gebiert und wieder verschlingt, sondern sie ist vielmehr die im apollinischen Sinne gereinigte Weiblichkeit, die zwar eine wichtige Rolle einnimmt, die aber selbst sich quasi dem männlichen Prinzip unterwirft, aber eben auch nicht quasi im Staub liegt, sondern mehr eine gleichberechtigte Rolle einnimmt. Sie ist eben insofern natürlich wichtig, weil sie die Gottesmutter darstellt und sie ist natürlich auch mit der Transzendenz verbunden. Das heißt, sie empfängt dann eben den Samen Gottes durch den Heiligen Geist und eben nicht auf natürliche Art und Weise. Im Christentum haben wir dann interessanterweise eine Symbiose auf der einen Seite von der Idee der Ewigkeit und auf der anderen Seite von der Idee der Geschichte. Das heißt, aus christlicher Sicht läuft die Geschichte auf ein Ziel zu, nämlich quasi das jüngste Gericht. Und gleichzeitig ist die Geschichte eben eine Heilsgeschichte. Und wenn man sich das christliche Feierjahr ansieht, dann haben wir eben hier genau diesen Zyklus aus der Geburt des göttlichen Sohns, der Schöpfung, seinem Tod und dann der Wiederauferstehung. Und das wiederholt sich immer im Feierjahr. Das ist quasi dann ein sehr gutes Beispiel für eine traditionelle Weltsicht, wo dann eben einerseits hier ein Ziel in der Geschichte da ist, auf der einen Seite, aber wo das ganze Jahr
quasi immer eine Wiederkehr der Geschichte ist, der man sich immer wieder erinnert und quasi durch das Feiern dieser Feste sich immer wieder in Gegenwart ruft. Aus christlicher Sicht besteht das Leben natürlich aus einem Kampf zwischen Gut und Böse. Und der Mensch ist eben auf dieser Welt, um quasi getestet zu werden. Ob er eben nun nach den Geboten Gottes lebt oder ob er sich dagegen entscheidet. Und tatsächlich soll dann eben am Ende der Zeiten eine zweite Ankunft von Jesus Christus stattfinden, die dann natürlich auch vom jüngsten Gericht begleitet wird, wo dann eben über den Menschen gerichtet wird. Also hier haben wir im Christentum einerseits diese Idee der Gerechtigkeit sehr stark vertreten, so wie sie auch zum Beispiel im Judentum vertreten ist, aber eben gleichzeitig haben wir diese Vorstellung von Gott als einem liebenden Vater, der eben auch versucht, den Menschen zu bessern und ihn quasi von einem tugend- und rechtmäßigen Leben zu überzeugen. Wenn man sich natürlich die Entwicklung des Christentums ansieht, oder besser gesagt seine verschiedenen Ausprägungen, so ist es zunächst einmal eben interessant hervorzuheben, dass der erste große Sprung oder die erste große Spaltung zwischen Orthodoxie und Katholizismus im 11. Jahrhundert dann stattgefunden hat, wobei diese Spaltung erst mit dem vierten Kreuzzug und der Eroberung von Konstantinopel durch die Kreuzritter quasi schlagend geworden ist. Das tragische Ereignis, das dann wirklich ein Ende dieser traditionellen Welt in Europa bedeutet, ist die Entstehung des Protestantismus, der dann eben sich nicht nur quasi vom Osten abwendet, sondern eben auch nun von Rom und quasi sagt, dass jeder Mensch sein eigener Papst ist, wo eben diese Idee der zentralen Autorität in Frage gestellt wird, aber eben auch natürlich dieses Primat von Rom und die Tradition an sich. Dadurch, dass man sagt, sola scriptura, sola fide, allein die Schrift zählt, allein der Glaube, wird natürlich diese Idee der Tradition an sich in Frage gestellt und quasi dieses Gebäude der europäischen Tradition und des europäischen Logos, so wie wir ihn bisher kannten, bekommt quasi einen ersten großen Riss. Und dieser Riss führt dann in weiterer Folge zur Moderne. Die Moderne selbst ist eben auf der einen Seite soziologisch durch das Aufkommen des Bürgertums gekennzeichnet. Wir haben vorher über die trifunktionale indoeuropäische Gesellschaft gesprochen, die eben von Priestern an der Spitze gelenkt wird, dann kommen die Krieger, dann alle anderen mit Bauern, Handwerkern. Und das Bürgertum nimmt hier interessanterweise quasi einen Paria-Status ein. Weil, wer sind die Bürger? Das sind zunächst einmal verstoßene Bauern, die quasi zu faul sind, um richtig zu arbeiten. Und nun beginnen gewissermaßen eine Art Händlerfunktion zwischen den Städten, die immer militärische Zentren damals gewesen sind im Mittelalter, auf der einen Seite und dem Land auf der anderen Seite einzunehmen. Gleichzeitig wollen diese Bürger aber nicht kämpfen, weil sie sich vor dem Tod fürchten und beginnen dann im Zuge des Aufstiegs der Städte im Mittelalter immer stärker eine administrative Funktion einzunehmen, wobei die eben auch gleichzeitig kein hohes Ansehen genossen hat innerhalb dieser traditionellen Gesellschaft, sondern eigentlich waren eben diese Händler und Administratoren, die dem Adel zur Hilfe gegangen sind, das waren eigentlich quasi die Untermenschen dieser mittelalterlichen europäischen Gesellschaft. Gleichzeitig steigt aber deren wirtschaftliche Macht und in dessen Folge kommt es dann zu einer Rebellion gegen genau diese trifunktionale Gesellschaft. Wir erleben am Ausgang der Renaissance den Aufstieg von Kapitalismus, eben dieser Idee, dass man quasi Wirtschaft treibt, um den eigenen Profit bis ins Unendliche zu steigern. Wir erleben ein Abgehen vom Theozentrismus, der quasi Gott in den Mittelpunkt des menschlichen Lebens stellt und stattdessen eben ein Übergehen zum Humanismus, wo eben plötzlich der Mensch im Mittelpunkt des Strebens und Handelns steht. Gleichzeitig haben wir eben mit dem Protestantismus dieses Auseinanderbrechen der europäischen Tradition und einen immer stärkeren Konflikt im Inneren von Europa, dem natürlich der Nominalismus
im Katholizismus vorausgegangen ist und das Entstehen eben einer modernen Naturwissenschaft, die eben auch gleichzeitig das theozentrische Weltbild eben immer stärker in Frage stellt. Gute Beispiele dafür sind dann nun zum einen der heute bereits erwähnte Philosoph René Descartes mit seinem Ausspruch Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Also der Mensch existiert deswegen, weil er selbst denken kann, nicht etwa, weil ihm von Gott diese Fähigkeit gegeben worden ist, beziehungsweise weil er von Gott in die Welt gesetzt worden ist, auf der einen Seite, und dann auf der anderen Seite natürlich von Galileo Galilei, und sie dreht sich doch in Bezug auf die Erde. Das heißt eben, dieses Infragestellen, dass eben die göttliche Schöpfung der Erde, auf der der Mensch lebt, das Zentrum der Welt ist, sondern es wird dann eben gesagt, nein, eigentlich ist die Erde nur ein Trabant, der sich um die Sonne dreht, und es ist dann quasi nicht Gott als unbewegter Beweger, der im Mittelpunkt des Kosmos steht, sondern es wären dann eben nun de facto unbelebte Himmelskörper, die dieses Zentrum bilden. Und dadurch wird natürlich auch gewissermaßen die Rolle, also nicht nur die Rolle Gottes zurückgesetzt, sondern auch die Rolle des Menschen innerhalb dieser göttlichen Schöpfung. Das führte natürlich in weiterer Folge einerseits zur Entstehung des Säkularismus, das heißt, dass man eben die Religion vom Staat trennt und stattdessen eben wirklich die weltliche Autorität in den Vordergrund steht, wie das eben auch zum Beispiel beim Leviathan von Thomas Hobbes ist, eben diesen ja, großen Drachen oder Meeresungeheuer, das wir aus der Bibel kennen und das nun quasi zur Verkörperung des Staates ernannt wird und sich eben dadurch auszeichnet, dass er eben aus den einzelnen Bürgern besteht, die dann wiederum einen Gesellschaftsvertrag abschließen mit dem Souverän und erst dadurch kommt der Staat dann ins Leben. Das heißt, es ist nicht mehr eine göttliche Ordnung, die hier vertreten wird, sondern eine menschengemachte bürgerliche Ordnung. Und das führt natürlich eben auch zur Erosion der Reichsidee und dieser Vorstellung, dass quasi der Kaiser ein von Gott eingesetzter Monarch ist, der wiederum eben über seine Untertanen herrscht im Rahmen einer göttlichen Ordnung, sondern es kommt nun die Idee des Nationalstaates auf, wo natürlich eben diese bürgerliche Gesellschaft quasi zur Leitidee wird und die Idee einerseits und die Idee der Religion eben ins Hintertreffen tritt. Das heißt, dieser Staat entsteht eben vor diesem Hintergrund des englischen Bürgerkriegs, weil man eben aus der Sicht des entstehenden Absolutismus und des in Keimen vorhandenen Liberalismus eben nicht mehr will, dass sich die Menschen aufgrund religiöser Differenzen den Schädel einhauen und quasi eben Gott zum obersten Wert ihres Handels erklären, sondern man will eben den Menschen zu einer Händlermentalität erziehen, dass er eben sich auf sein wirtschaftliches Fortkommen konzentrieren soll und nicht mehr darauf, dass es quasi überweltliche Werte gibt. Und all das führt natürlich zur Entstehung der Ideologien der Moderne. Eben hier haben wir zuerst den Liberalismus, der eben das bürgerliche Individuum in den Vordergrund stellt, der eben quasi der Religion als zentralen Wert des menschlichen Handelns abschwört und sagt, es ist die Aufgabe des Menschen, eben sich von all diesen gesellschaftlichen und religiösen Bindungen, die ihn einschränken und davon abhalten, sein volles wirtschaftliches Potenzial zu entfalten, davon muss sich der Mensch befreien. Und erst wenn er sich davon befreit hat, ist er eben das Individuum, erst dann ist er Mensch. Und es ist zum Beispiel von da ausgehend immer wichtig zu erkennen, dass eben diese sogenannten Menschenrechte eben nur diejenigen Menschen als Menschen anerkennen, die sich auch selbst als bürgerliches Individuum betrachten. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel sich und ihr Leben zentral an Gott ausrichten oder an einem bestimmten Vaterland oder an ihrer Familie, sind eben aus dieser Perspektive der Menschenrechte streng genommen dann auch keine Menschen, sondern solche, die man erst quasi dazu machen muss. Und dementsprechend ist natürlich diesem Denken der Moderne immer eine Befreiung von wohnt in diesem Denken der Moderne immer die Idee von der Befreiung von traditionellen Bindungen inne. Darauf folgt dann eben der Sozialismus, der sich eben aus dieser Kritik am Kapitalismus und aus der Ausbeutung ergibt und eben auch am Individualismus und den Menschen quasi
in eine kollektivistische Gesellschaft bringen will, die eben die Klasse ins Zentrum stellt. Und natürlich, wenn man so will, kann man sagen, dass eben mit Liberalismus und Nationalismus dann eben auch eine radikalisierte Version dieses Nationalismus entsteht, der dann wiederum sowohl den Liberalismus als eben auch den Sozialismus kritisiert und sagt, dass es eben entweder der Staat ist im Sinne des Faschismus, der das eigentliche Zentrum des menschlichen Lebens darstellen soll und eben die Nation, oder aber dass es eben diese Idee der Rasse ist, die das menschliche Leben vollends bestimmt, und dementsprechend muss man sich Geschichte als eine Abfolge von Rassenkämpfen vorstellen. Was natürlich all diesen Ideologien gewissermaßen innewohnt, das ist eben eine Vorstellung von Universalismus, was heute auch schon angesprochen wurde, dass einerseits hier eine chauvinistische Vorstellung davon da ist, dass es quasi ein Volk gibt, das über allen anderen steht, und dementsprechend muss dieses Volk seinen Herrschaftsbereich ausweiten, oder aber der westliche Kosmopolitismus im Universalismus, der sagt, dass zum Beispiel die bürgerliche Demokratie die einzig wahre Form des Lebens ist, des Zusammenlebens zwischen Menschen, und dementsprechend müssen alle Menschen genau diese bürgerliche Form der Demokratie übernehmen. Das führt uns natürlich dann in weiterer Folge in diesen traurigen Zustand der Postmoderne, wo man quasi bis zum Hals in der Jauchegrube steht. Die Postmoderne selbst ist eine Zuspitzung oder eine Reinigung der Moderne. Wir haben eben vorher über den Liberalismus, den Sozialismus und den Faschismus gesprochen, und aus der Sicht des postmodernen Denkens sind all diese Ideologien, obwohl sie in der Moderne geboren wurden, noch nicht modern genug. Wir sehen das zum Beispiel sehr schön im Woken Denken, dass zum Beispiel alte liberale Säulenheilige wie Winston Churchill stürzt und dessen Statuen in England demoliert, weil sie halt sagen, er war ein alter weißer Mann und er war noch nicht aufgeklärt und modern genug, war noch immer zu rassistisch, als dass er quasi ein Vorbild für uns heute sein kann. Es bedeutet aber natürlich auch die Zerstörung von traditionellen Familienbanden, von traditionellen Geschlechterbildern, weil man eben sagt, dass der Mensch an sich noch immer nicht frei genug ist, sondern er muss noch weiter befreit werden von diesen Bindungen, die ihn quasi in eine Zwangsjacke stecken. Und deswegen muss alles abgerissen werden, was aus alten Zeiten überliefert ist. Und stattdessen müssen wir eben nach noch mehr Fortschritt streben und nach einer Zuspitzung von genau diesen Prozessen der Moderne. Darin kann man natürlich einen Triumph des kybelischen Logos erkennen, der eben quasi diese Ordnung von Vater und Sohn in Europa gestürzt hat und stattdessen eine Gesellschaft erschaffen hat, die eben rein materialistisch ist, die sich vom Transzendenten komplett abwendet, die eben jede Form des Patriarchats und der Bindung ablehnt und stattdessen eben danach strebt, quasi alles nach dieser Logik der großen Mutter aufzulösen. Und gewissermaßen kann man sagen, dass der Transhumanismus dann ein weiterer Schritt ist, um eben diese menschlichen Grenzen zu überwinden, indem man sagt, dass auch der menschliche Körper letztlich auch nur eine Grenze für den Fortschritt ist. Und wenn man den Menschen wirklich frei entfalten will, dann muss man eben auch diese körperliche Grenze, die den Menschen behindert, zum Beispiel durch die Sterblichkeit, muss man auch überwinden. Und den Menschen zum Beispiel mit der Maschine verschmelzen lassen oder überhaupt versuchen, das Bewusstsein auf eine Cloud zu laden, damit man dann wiederum dieses Bewusstsein beliebig transferieren kann. Aber es geht eben grundsätzlich hier darum, dass man quasi die Grenzen des Individuums, dass er eigentlich dann nicht mehr weiter zerstörbar sein soll oder weiter teilbar, dass man auch dieses Individuum noch weiter auflöst. Und das führt uns dann zur Idee oder dem Konzept des Individuums im Posthumanismus, der eben wiederum im Zuge der schizophrenen Revolution von Deleuze und Guattari sagt, dass ja eigentlich auch der menschliche Körper noch weiter geteilt werden kann und dass eigentlich die Art und Weise, wie wir leben, eine Diktatur des Gehirns darstellt. Aber was ist mit den Interessen der Finger? Was ist mit den Interessen der Augenlider? Was ist mit unserer Zunge? Will die vielleicht nicht unabhängig vom Gehirn selbst leben? Und dementsprechend kommt man eben auf diese Idee, dass man eben die menschlichen Triebe komplett entfesseln muss und quasi
die einzelnen Organe von der sogenannten hitleristischen Diktatur des Gehirns befreien muss. Also man merkt eben, diese Logik der Befreiung, die geht immer weiter, bis der Mensch komplett aufgelöst wird und eben nicht mehr als Einheit dasteht, sondern eben nur noch mehr als Summe seiner verschiedenen Organe und Triebe. Im Politischen führt uns das zu einem sogenannten therapeutischen Staat, über den Paul Gottfried geschrieben hat, von dem Dr. Sunic heute schon geredet hat. Und das bedeutet gewissermaßen, dass der liberale Staat immer mehr versucht, das Verhalten und die Tätigkeiten des Menschen zu normieren und nach seinen eigenen Wünschen zu gestalten. Dabei wird quasi alles für krank erklärt, pathologisch gemacht, was eben dieser traditionellen Gesellschaft entspricht, was eben noch davon übrig geblieben ist und eben versucht, den Menschen zu einem immer fortschrittlicheren Verhalten zu erziehen. Politisch ist zum Beispiel die Partei der Grünen in Deutschland ein sehr gutes Beispiel eben dafür, wie eben so ein therapeutisches Verhalten aussieht, dass man nämlich versucht, dem Mensch immer neue Verhaltensmuster aufzuzwingen, sei es jetzt beim Gendern, bei der politischen Korrektheit oder eben zum Beispiel bei einem manischen Umweltschutz. Das alles geht eben in die Richtung von diesem therapeutischen Staat. Aber man kann natürlich auch zum Beispiel die Geschichte eines Menschen zur Waffe machen und dann versuchen zum Beispiel aus bestimmten historischen Ereignissen wie dem Holocaust oder dem Kolonialismus eine historische Schuld abzuleiten, die dann wiederum ein Volk dazu zwingen soll, quasi sein eigenes Streben nach Zukunft und nach Überleben aufzugeben, um eben stattdessen einer Diktatur der Minderheiten Platz zu machen. Wie das eben im therapeutischen Staat nach dem Prinzip des Teile und Herrsche gewünscht ist, um dann wiederum die eigene postmoderne Agenda besser durchsetzen zu können. Dementsprechend kann man auch sagen, dass der Liberalismus, so wie er zu Beginn der Moderne langsam entstanden ist, auch nicht mehr, also der heutige Liberalismus nicht mehr mit diesem Liberalismus quasi gleichzusetzen ist, sondern dass wir es mit einem woken Liberalismus 2.0 zu tun haben, der eben nun versucht, auch das Individuum, das ja eigentlich das Subjekt des Liberalismus gewesen ist, zu zersetzen und eben den Menschen an sich quasi zu zerstören, um ihn eben umso weiter verflüssigen zu können und ja den Zugriff durch Marktkräfte und natürlich unsere globalistischen Eliten umso stärker aussetzen zu können. Dementsprechend kann man sagen, ist alles das, was heute passiert, nicht Zufall, sondern ist das Ergebnis eines langen, mittlerweile schon seit Jahrtausenden ablaufenden geistigen Kampfes, der nun eben gewissermaßen seine Zuspitzung in der Postmoderne gefunden hat. Nachdem eben sowohl der Sozialismus als auch der Faschismus-Nationalsozialismus im Kampf gegen den Liberalismus gescheitert sind, hat sich dieser gewandelt und ist quasi zu etwas vollkommen Neuem geworden, unter dem wir heute in Europa leiden. Vor dem Hintergrund stellt sich dann natürlich noch die letzte Frage für heute in meinem Vortrag: Ist ein neuer Anfang vor diesem Hintergrund überhaupt möglich? Und als Darstellung habe ich die Figur des sogenannten Welteneis genommen, das unter anderem in der hinduistischen Mythologie eine große Bedeutung hat bei der Darstellung der Kosmologie. Und wir sehen eben hier eine Schlange, die quasi die Schale dieses Eis bildet und eben wieder sich vom Himmel bis in die Unterwelt erstreckt. Was stellt uns das Weltenei dar? Das Weltenei stellt uns quasi dar, wie sich jetzt diese verschiedenen Formen von Gesellschaft entwickelt haben. Am Anfang haben wir eben quasi das Weltenei, das nach oben geöffnet ist und den Einflüssen des Himmels geöffnet. Das ist die traditionelle Gesellschaft, so wie wir sie in Europa bis zum Ende der Renaissance gehabt haben. Das, was wir unter der Moderne verstehen, das stellt die Abschließung dieses Welteneis gegenüber himmlischen Einflüssen dar. Quasi die Gesellschaft, die weder dem Himmel noch der Hölle gegenüber geöffnet ist und sich eben radikal von jeder Form von Transzendenz abschließt. Und das, was wir heute in unserer postmodernen Gesellschaft erleben, das ist quasi ein Weltenei, das nach unten geöffnet ist, nach unten hin und sich genau diesen Einflüssen der Unterwelt, der Hölle aus gegenüber öffnet. Es ist dementsprechend kein Wunder, wenn wir heute mit Entwicklungen konfrontiert sind, die man wohl
von einem metaphysischen Standpunkt betrachtet aus wirklich nur als böse bezeichnen kann. Sei es jetzt eben, dass man kleine Kinder dazu zwingt, Drag Queens zu besuchen oder denen zuzuhören. Sei es jetzt eben die Machenschaften von Jeffrey Epstein auf einer Insel in der Karibik. Oder sei es jetzt eben allgemein diese Auflösung des Menschen, die stattfindet. Das alles ist in meinen Augen und aus der Perspektive der Nomarchie, wie gesagt, kein Zufall, sondern eben ein Fortschreiten der Dominanz dieses genau kybelischen Logos. Wenn wir uns gerade diese neue Bewegung des Transhumanismus vor Augen halten, ist das also eine Entwicklung in der Menschheitsgeschichte, die dahin strebt, den Menschen zu einem Objekt zu machen, quasi einem Ding und eben ihn nicht mehr Subjekt sein zu lassen. Dadurch, dass eben der Mensch seine Grenzen überwinden soll, wird er selbst zu einem Ding und eben nicht mehr zu etwas, das sein eigenes Schicksal in den Händen hat. Und das ist alles eine Folge quasi dieser Fixierung auf materialistische Dinge, diese Fixierung auf Dinge, die außerhalb von uns selbst liegen. Und das führt dann eben auch zu unserer eigenen Objektwerdung in der Konsumgesellschaft. Deswegen vorher das Bild von diesen zombieartigen Wesen, weil letztlich ist eben ein Mensch, der sich nur nach äußeren Anreizen verhält und bewegt, nichts anderes eben als ein Zombie. Dementgegen könnte man das radikale Subjekt gegenüberstellen, wovon zum Beispiel deutsche Mystiker wie Meister Eckhart gesprochen haben. Das heißt quasi der Teil im Inneren der menschlichen Seele, der direkt mit Gott verbunden ist. Diese Wendung nach innen wäre nicht nur eine Notwendigkeit, wenn der Mensch wieder an seine Tradition anschließen will, sondern es wäre eben auch quasi die Gegenmaßnahme zu dieser reinen Orientierung nach außen, die den Europäer der gegenwärtigen Postmoderne entscheidend prägt. Was uns die Nomarchie an diesem Beispiel zeigt, der geistesgeschichtlichen Entwicklung Europa, ist die Tatsache, dass die Art und Weise, wie sich unsere Gesellschaft verändert, die Konsequenz einer bewussten Entscheidung und Parteinahme ist. Wir können uns alle, auch in diesem Wahnsinn der Postmoderne, gegen diese weitere Entwicklung entschließen. Wir können uns für die Tradition entschließen, wir können uns dafür entscheiden, dass wir Menschen bleiben und dass wir wieder an unsere eigenen Wurzeln anknüpfen. Oder wir können uns dazu entscheiden, dass wir diesen Weg der Postmoderne weitergehen, dass wir uns auflösen und unsere Menschlichkeit hinter uns lassen, mit allen Konsequenzen, die dazugehören. Das zeigt uns letztlich, dass auch ein neuer Anfang in der europäischen Geistesgeschichte möglich ist. Was natürlich diesen neuen Anfang voraussetzt, ist, dass wir uns einerseits mit diesen Entwicklungen in unserer eigenen geistigen Geschichte beschäftigen, aber vor allem eben auch mit Philosophie und mit Ideen, damit wir einen neuen Weg finden können, um quasi die Wiedergeburt Europas möglich zu machen. Die Postmoderne bleibt also nur eine Möglichkeit unter vielen, wie wir unsere eigene Zukunft gestalten können. Dementsprechend kann ich in diesem Zusammenhang nur dazu aufrufen, sich einerseits mit Philosophie und Ideengeschichte zu beschäftigen, damit wir eben genau diesen eigenen Anfang oder diesen neuen Anfang besser gesagt bewusst wählen können und natürlich vor allem in einer Art und Weise, die uns die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen lässt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist aber natürlich gut und wichtig, an genau jene Ideenbewegungen und philosophischen Strömungen anzuknüpfen, die sich genau diese Wiedergeburt zum Ziel gesetzt haben. Nämlich auf der einen Seite die neue Rechte, die vierte politische Theorie im Allgemeinen und natürlich die Ideen des Eurasismus.